Heute wirst du die spannendsten Roblox-Spiele auf der ganzen Welt sehen. Wir entkommen der Roblox-Spider, müssen die richtige Entscheidung treffen bei Drücke nicht den Knopf und werden Autos im Wert von 1 Million Euro zerstören. Bleib bis zum Ende dran, um nicht das spannendste Roblox-Spiel auf der ganzen Welt zu verpassen. Los geht's! Was geht ab, Leute? Wir spielen heute Roblox-Spider. Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Und zwar kommt jetzt hier eine Spinne runter. Und die wird jetzt ein von uns beißen, dann werden wir uns in eine Spinne verwandeln. Und wenn wir nicht die Spinne sind, dann müssen wir vor der Spinne entkommen. Aber wenn wir die Spinne sind, dann müssen wir alle Leute aufessen. Und toll, sie ist jetzt die Spinne geworden. Oioioioioi, die hat auf jeden Fall ganz schön was am Start, Leute. Also wenn ihr mehr von solchen Spielen sehen wollt, haut auf jeden Fall auf den Like-Button. Und natürlich auch gerne hier auf den Abo-Button, Leute. So, jetzt haben wir hier so eine kleine Story, die können wir aber einfach so kurz skippen, Leute. Jetzt kommen wir hier an, sind an so einem Haus. Und müssen jetzt hier schauen, wie wir jetzt am besten vor der Spinne entkommen. Irgendwo muss hier nachher so ein Ausgang sein. Dafür brauchen wir verschiedene Schlüssel. Und ja, ich glaube, die Spinne ist noch nicht wach. Erstmal ganz kurz gucken, was wir jetzt hier alles am besten machen müssen. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen roten Schlüssel dafür. Hier steht dann, also, das sollen wir hier öffnen von dem Bunker. Okay. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel, ja, einen grünen Schlüssel. Okay, wofür brauche ich denn den grünen Schlüssel, ist jetzt die Frage. Und ich glaube, ich habe etwas draußen gesehen. Hier, warte mal. Ich kann die Tür hier aufmachen. Mit dem grünen Schlüssel. So. Okay. Und hier drin haben wir jetzt so einen Schlüssel. Einen orangen Schlüssel, Leute. Und da kann man auf jeden Fall noch die Möglichkeit, so ein Brecheisen mitzunehmen. Beziehungsweise so eine andere Sache. Aber hier irgendwo höre ich doch schon die Spinne im Haus. Oder bin ich gerade... Leute, das höre ich. Ich höre doch hier irgendwo die Spinne im Haus. So, jetzt sieht jetzt auf jeden Fall anscheinend so ein Brecheisen in die Hand. Und einer wurde schon gegessen. Oh, und sie jetzt auch? Nee, sie wurde nur angegriffen. Okay, warte mal. Oh, schnell entkommen. Leute, schnell vor der Spinne entkommen. Man kann hier sogar auch gar nicht springen. Aber sie geht jetzt hier raus. Wir gehen aber hier durch, Leute. Oh mein Gott. Okay, sie hat gerade irgendwas oben kaputt gemacht. Lass uns mal ganz schnell hier nach oben gehen. Hier, Tür auflassen. So, hier sind noch unsere anderen Leute. Und dann schauen wir mal hier, was wir hier oben haben. Hier oben brauchen wir einen blauen, so einen hellblauen Schlüssel. Und hier eine Leiter. Warte mal, hier wurde jetzt irgendwas... Ah, hier können wir... Ah, Leute, hier. Hier kann ich so ein Safe aufmachen. Und da haben wir jetzt so ein Getränk. Nee, was ist das? Ach, ein Insektenspray. Mit diesem Insektenspray, Leute. Damit können wir dann quasi die Spinne ansprühen. Und ich glaube, dann ist sie außer Gefecht gesetzt für ein paar Sekunden. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich, wenn die uns irgendwie ganz nah ist. Guck mal, hier ist sie jetzt gerade. Ah, Leute, Tür zu. Tür zu. Warte mal, ich kann die jetzt mal... Soll ich die mal... Oh mein Gott. Ich sprühe sie an. Ich habe sie angesprüht. Okay, schnell weg. Oh mein Gott, ich habe sie einfach angesprüht, Leute. Ich habe das Insektenspray hier. Irgendwo muss jetzt der rote Schlüssel sein. Könnt ihr hier irgendwo einen roten Schlüssel erkennen? Also ich sehe jetzt gerade gar keinen. Hier im Endeffekt brauchen wir dann hier so einen lila Schlüssel. Ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass wir hier diesen Bunker aufbekommen. Und dafür brauchen wir so ein C4 oder so. Warte mal, können wir hier irgendwas machen? Also wir können jetzt noch hier irgendwas holen. Da. Das ist... Ah, das ist die Leiter. Ah, die Spinne verfolgt mich, Leute. Warte mal, ich hab die Lösung. Ich habe die Lösung dafür. So, einmal außen rumrennen, so. Oh mein Gott. Ah, ah, die ist ganz nah. Ich muss schnell das Insektenspray nehmen. Ah, oh, Leute. Ich habe das Insektenspray leider nicht bekommen. Aber wir müssen jetzt die Leiter. Ich werde jetzt mal ganz kurz mit der Leiter so hier die Tür zumachen. So, ich glaube, First Person ist das Ganze noch ein bisschen einfacher. Hier nochmal Tür zu. Irgendwo mussten wir hier, glaube ich, die Leiter benutzen. Ich glaube, das war oben, oder? So, lass uns mal hier ganz kurz hier hochrennen. Boah, das war richtig knapp, Leute. Jetzt mal ohne Spaß. So, ich glaube, hier drin, ne? Genau. Hier mussten wir die Leiter benutzen. Okay, wir sind jetzt oben. Und was haben wir hier jetzt alles so? Wir haben hier dieses C4. Oh, das ist sehr gut. Oh! Oh! Oh, die Spinne ist da! Die Spinne ist direkt hinter uns! Oh mein Gott! Oh, nein! Nein, bitte! Hilf mir! Hilf mir! Nein! Ey, ich hab doch das C4 grad. Nein, Leute. Ey, Mann. Hilfe. Wir wurden gegessen. Leider bin ich jetzt keine Spinne geworden, aber wir wissen jetzt schon mal, was wir zu tun haben. Wir brauchen nämlich, glaube ich, wieder die Leiter von draußen und die war ja... Ich weiß es gar nicht gerade genau. Guck mal, wir mussten hier gerade hochgehen. Nee, warte, ich glaube, wir brauchen unten irgendwas. Kann ich hier runterspringen? Ja, okay, ich kann also hier runterspringen. Das ist schon mal gut. So, dann lass uns mal ganz schnell hier, glaube ich, die Tür aufmachen. Wo war dann nochmal hier der grüne Schlüssel? Irgendwo war hier, glaube ich, der grüne Schlüssel. War da hier drin? Oh nein. Okay, anscheinend geht es schon wieder los, Leute. Die Spinne ist schon wieder anscheinend draußen. Ist die Tür schon aufgemacht worden? Nein, die Tür ist noch nicht aufgemacht worden. Und die Leiter wurde auf jeden Fall schon mal genommen.
Das ist sehr gut. Die Leiter wurde genommen, Leute. Und, ah, lol, die hat schon das T4. Wow, der Bunker wurde einfach schon aufgesprengt. Okay, warte mal. Oh, dafür brauchen wir so einen Schraubenschlüssel. Wo kriegen wir jetzt hier einen Schraubenschlüssel her? Ich gehe mal schnell nach oben. So, hier ist anscheinend schon wieder irgendwo die Spinne. Im Haus, glaube ich, so wie sich das gerade anhört. Das Problem ist, ich glaube, der Schraubenschlüssel. Wo war denn der jetzt? Ist hier irgendwo die Spinne, Leute? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, die ist oben, glaube ich. Hier ist der rote Schlüssel. Okay, ich habe den roten Schlüssel. Der rote Schlüssel, ich glaube, mit dem roten Schlüssel konnte man... Was kann man nochmal aufmachen? Irgendeine Tür, oder? Ich glaube, die Tür wurde sogar schon aufgemacht. Hallo, Spinne. Oh, Leute, die Spinne ist direkt hier. Okay, warte mal, ich laufe schnell außen rum. Ah, die ist gut. Leute, die ist echt mega gut. Aber was machen wir jetzt? Wir sind hier quasi eingesperrt, ne? Die Spinne hat einen guten Plan gemacht. Ich bin ja jetzt quasi... Ja gut, ich kann sie natürlich die ganze Zeit aufhalten, so. Oh, ich kann dir natürlich jetzt ein bisschen Zeit schinden. Das kann ich machen. Ja, sie hat sich geopfert, Leute. Ich kann jetzt sie wieder... Oh, ich kann jetzt wieder durch, so. Dann lass uns doch mal nach oben gehen. Ich glaube, die Spinne weiß gar nicht, dass wir jetzt hier nach oben gehen. So, irgendwas müssen wir jetzt hier holen. Also hier ist jetzt... Was ist das denn jetzt hier? Oh. Oh, da wird jemand gegessen. Okay, warte mal. Ich gehe jetzt hier ganz schnell nach oben. So, wir sind jetzt hier ganz oben. Und ich glaube, hier haben wir die Möglichkeit... Können wir die Laterne auch nehmen? Nee. Die Tore sind beide schon grün. Wir müssen jetzt, glaube ich, nur noch das Holz wegbekommen. Die Spinne ist direkt hier. Oh. Wie komme ich denn jetzt am besten hier runter? Ja, lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Okay. So, ich habe immer noch den roten Schlüssel. Ich glaube, der ist für nichts zu gebrauchen. Ey, wir brauchen jetzt nur noch... Wir brauchen jetzt nur noch den lilanen Schlüssel. Freunde, wo ist jetzt hier der lilane Schlüssel? Dann haben wir es sogar schon geschafft. So, ich gehe mal hier ganz kurz runter. Oh nein, irgendwer wurde schon wieder gegessen. Hat die hier gerade den lilanen Schlüssel? Die hat, glaube ich... Ich weiß gar nicht, Leute. Doch, die hat den lilanen Schlüssel, oder? Ja, guck mal. Hier ist die Spinne. So, hau rein. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind der Spinne entkommen. Yeah, guck mal, wie wir jetzt hier wegfahren. Alter Schwede, okay, sehr gut. Wir sind entkommen. Bis jetzt. Oh, anscheinend wird da noch ein zweiter Part kommen. Ich kaufe mir jetzt aber mal die doppelte Chance, die Spinne zu werden für 200 Robux. Ich möchte nämlich gerne mal sehen, wie ich mit der Spinne aussehe. Ich möchte zum ersten Mal in meinem ganzen Leben von einer Spinne gebissen werden. Beiß mich. Komm, beiß mich doch. Bitte beiß mich. Nimm mich. Beiß mich. Beiß mich. Beiß mich. Ja, Leute. Oh, wir werden jetzt zur Spinne. Ah, oh, I, oh. Okay, ja. Jetzt werden wir zur Spinne, Leute. Oh mein Gott. Wie sehe ich denn bitte aus? Ey, ich bin ja gerade mal die Oberspinne jetzt hier geworden. Ja, es ist Spinnenzeit. So, ich will jetzt euch erstmal alle hier essen, Leute. Hier haben wir direkt schon mal... Ah, na, wer bist du denn? Los, komm her. Los. Ja, kommt doch her. Wollt ihr in den Bunker rein? Ja? Ich denke mir schon, dass ihr in den Bunker rein wollt. Hier in die Tür. Ah, ja, los. Los, komm her. Ey, komm her, los. Trau dich doch. Komm doch. Hallo, komm zu mir. Ja, komm. Ey, hallo. Los jetzt. Ich bin... Ah, ich bin so nah dran. Ich glaube, er möchte jetzt aber... Ja, er möchte runter, oder? Er springt runter. Oh, Leute, den haben wir jetzt. Ah, nein, er kann da... Oh, mein Gott, er hat mich einfach ausgetrickst. Hallo, willst du etwa schon weg? Ich glaube nicht, dass du jetzt etwas schon weg möchtest. Ja, sie ist in meine Spinnfalle gelaufen. Oh, Mann, nein. Ey, komm wieder her. Los jetzt. Komm, trau dich. Komm, ah, die hat den grünen Schlüssel, Leute, okay. Die hat den grünen Schlüssel und möchte da jetzt wahrscheinlich irgendwas rausholen. Ja, ja, aha, aha. Oh, Leute, jetzt habe ich sie aber... Jetzt habe ich sie aber komplett. Hier, zack. Und hier wird jetzt auf jeden Fall eine Falle gemacht. Hier kriegen die auf jeden Fall nicht die Sachen, die sie brauchen. So, hier, Spinnfalle. Und die neue Falle wird auch gleich direkt in die Tür gelegt. Weil im Endeffekt müssen die nachher ja hier irgendwas anderes holen. Ah ja, aha. Los, ich bin nur eine kleine Spinne. Okay, die läuft jetzt da unten rein. Alles klar. Ja, die ist in meine Falle gelaufen, Leute. Okay, hallo. Ja, dich fresse ich jetzt gerne. Leute, guck mal, wie wir sie jetzt einmal fressen. Okay, und zack, aufgegessen. Ich glaube, hier unten wurde gerade irgendwas aktiviert. Ja, Leute. Und zwar hat der Typ hier gerade... Irgendwas aktiviert. Ich frage mich gerade nur, was. Die brauchen ja, glaube ich, die ganz lange. Vor allem, ich glaube, die brauchen auch den goldenen Schlüssel. Ja, komm her. Los, komm, trau dich. Los jetzt, hä? Komm doch. Ich bin eine Spinne. Er denkt, er kann sich da einfach hinter verstecken, Leute. Ah ja, nicht mit mir. Nein. Hey, und irgendwas gerade in meine Falle gelaufen.
Ja, da ist jemand in meiner Falle drin. Ja, aber komm. Ey, das kann doch nicht angehen. Los, kommt her. Haha. So. Okay. Jetzt wird der Typ mir auf jeden Fall nicht nochmal ankommen. Na, wo bist du hin? Da ist er, Leute. So, jetzt habe ich hier meine Fallen gelegt. Was willst du machen, hä? Was ist jetzt deine Mission? So, komm her. Oh, Mann. Ey, das kann doch nicht angehen. Beide habe ich hier jetzt sogar eingesperrt. Die können hier gar nicht mehr raus. Die können ja quasi nur durch den Bunker raus. Und ich glaube, das weiß der Typ auch. So, hier. Er möchte jetzt, glaube ich, durchlaufen oder was auch immer der jetzt vorhat. Ja, komm her. Los, komm her. Komm her, ja. Oh, komm. Ja, komm. Nein, das kann doch nicht angehen. Oh, die wollen ja, glaube ich, unbedingt da rein. Aber das können sie nicht, weil ich meine Spinnennetze davor gelegt habe. Haha. Ja, da habe ich dich jetzt aber. Hahaha. Marti Karotte. So, jetzt habe ich dich aber ordentlich gegessen. Na, und wo ist der andere hin? Der versteckt sich dahinter. Oh, okay, dich haben wir jetzt also auch. Ohoho. Leute, ich bin die beste Spinne auf der ganzen Welt. So, hier, zack, und aufgegessen. Und wir haben alle getötet. Jedes Mal, wenn jemand hier den Knopf drückt, passiert etwas und wir müssen dann gucken, dass wir das überleben. Jedes Mal ist das so, Freunde. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann haut auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button, Freunde. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Man sieht auch hier immer, wer denn den Knopf gedrückt hat. Also ist immer ganz lustig. Hier, ich will jetzt auch mal den Knopf drücken. Guck mal. Ah, okay, nein, jemand hat... Oh, wir müssen schnell... so einen großen Noob oder so füttern. Ja, und reinrutschen. Oder, warte mal, sollen wir das... nein, nein, ich falle einfach von der Map, Freunde. Das war ja immer so blöd von mir. Aber, ey, ich respawn, okay. Komm, wir füttern jetzt mal den großen Noob. Oder machen wir das? Ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, wenn wir das machen, dann sterben wir ja, ne? Guck mal, der sitzt hier einfach. Warte mal, ich will mich auch hinsetzen. Oh, okay, ist jetzt auch relativ. Komm, wir rutschen mal rein. Yeah, ab in den großen Noob rein. Und, wir werden gegessen. Okay, wir respawnen jetzt hier. Ja, ich hab den Knopf gedrückt, Freunde. Schnell ins Wasser. Ah, mein Leben. Nein, ich werde es nicht schaffen. Nein. Oh, Mann. Nur weil ich den Knopf gedrückt habe, Leute. Hä? Wo sind wir? Wir sind einfach in so einem Labyrinth. Was ist das für eine Musik? Okay, warte mal. Wir müssen vielleicht hier einen besten Durchgang oder so finden. Lass uns mal schauen hier. Wo müssen wir jetzt am besten raus? Nicht, dass jetzt gleich irgendwas passiert oder so. Ne, hier ist eine Sackgasse. Okay. Leute, wo seid ihr? Hey, hier, warum bist du überhaupt grün? Bist du ein Zombie? Ne, ich glaube nicht, dass er ein Zombie ist. So, geht's hier vielleicht weiter irgendwie? Finden wir eine Kiste oder sowas? Leute, was ist hier, Leute? Eine Sackgasse. Und was ist hier? Ist hier auch eine Sackgasse? Ja, na toll. Warte mal, wir können jetzt hier auch noch ein Jetpack und so kaufen. Oh, für 500 Robux, das ist ganz schön viel. Oder auch unendlich viel Münzen. Weil man kann ja immer so Münzen und so einsammeln. Okay, komm, dann drück jetzt mal. Yo, wir spielen jetzt Fußball. Nein, der Ball fällt runter. Pass auf, ich schieße ein Tor. Ich schieße ein Tor, ich schieße ein Tor. Weg da, ich schieße ein Tor, Leute. Ja, aus dem Weg. Hier, ich bin der beste Fußballer auf der Welt. Nein, der Ball. Nein, der Ball. Lass ihn. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Ich wollte ein Tor schießen. Drück bloß nicht den Knopf. Wow, 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 wow. Rieseneier oder Steine. Eins von beiden. Ja, tja, doof, dass du den Knopf gedrückt hast, ne? So, hier, ah nein, ja, ich bin vorbereitet. Schnell ins Wasser, ja, okay, sehr gut. Und jetzt müssen wir aufpassen, Leute. Wir müssen jetzt hier auch wieder ganz schnell rausgehen. Aber wenn wir im Wasser drin bleiben, das werden die jetzt auch gleich erfahren, dann werden die nämlich runterfliegen, weil das Wasser wird dann nämlich despawnen. Guck mal, die laufen jetzt alle, guck mal, ja, und alle sind runtergefallen. Oh, nein, hier ist eine Mumie. Ey, das ist eine Mumie, Leute, die Mumie greift alle an. Ich möchte die Münzen, so, aber die Mumie, die läuft eben hinterher. Mumie. Nein, nein, nein. Und ausweichen. Hilfe. Ich bin als Einziger noch da mit der. Die Mumie ist direkt hinter mir. Und ausweichen. Oh nein, sie hat mich erwischt. Die blöde Mumie. Super. Aber hier, ich drücke jetzt den Knopf. So, habe ich gedrückt? Nein, ich habe nicht gedrückt. Oh, wir müssen nach oben. Warte, wir müssen springen. Yeah. Okay. Jetzt wäre natürlich ein Jetpack vorteilhaft. Oh mein Gott, wie hoch müssen wir denn? Sprung. Und noch ein Sprung. Yeah. Mal gucken, ob wir es schaffen, als Erster oben zu sein. Yo. Und zack. Und noch eine Wolke hoch. Sehr gut. Und hier auf die Wolke. Ey, wenn man hier einmal runterfällt, ne? Dann hast du auf jeden Fall verloren. Mal gucken, ob wir es als Erster schaffen, Leute. So, und Sprung. Oh, nein. Schnell auf die Wolke. Okay, Glück gehabt. So. Ab auf die Wolke. Noch ein Sprung, Leute. Ah, ich hätte auch schon auf der einen rauf können, ne? Mist. Aber ich glaube, ich bin... Nein. Oh, okay, ich bin... Oh, was jetzt? Oh, wir müssen schon wieder nach oben. Okay, auf diese Kisten hier, auf diese Teile. Zack, zack, zack.
Oh Leute, ich bin Profi. Ich bin Profi, wirklich. Ungelogen, ich bin Profi, ich bin oben. Ja, ich habe gewonnen. Der Gewinner ich bin Brox. Ja, Leute. Komm schon. Ja, habe ich gedrückt. Wo sind wir? Hä? Wo sind wir? Wir sollen kämpfen? Wow. Ey, der kämpft gegen uns. Iceman oder so. Warte mal, nee, ich habe eine Pistole. Okay, warte mal, wir können... Ja, zack. Bang, bang, bang. Bang, Leute. Wir können gegeneinander... Guck mal hier. Wir machen den zu Eis. Leute, wir machen den einfach zu Eis. Das ist jetzt... Batz. Ja, wir haben ihn geholt. Hier, da ist er noch am Leben. Der ist noch am Leben, Leute. Gegen den müssen wir kämpfen. So, komm. Ah, mit mir... Mich kriegst du nicht. Ich sag dir, mich kriegst du nicht. So, komm schon. Ich hab ihn gleich. Leute, ich hab ihn gleich. Er wird bestimmt... Oh, nein. Wir haben es fast geschafft. Aber... auf jeden Fall verrückt, komm. Ich will den Knopf drücken. Hä? Ja, Ferien und Urlaub. Geil, dankeschön für den Knopfdrücker. Wir können jetzt hier richtig entspannen, Leute. Hier ist eine schöne Sandburg. Guck mal hier, man kann sich hinlegen, ein bisschen Drinks schlürfen, Freunde. Hier. Oh, sehr, sehr, sehr lecker. Okay, einen kleinen Urlaub zwischendurch. Das gefällt mir. So macht auch, drücke nicht den Knopf, sehr, sehr viel Spaß. Ha, pass auf, jetzt drücke ich aber. Ich habe gedrückt. Wow, ey, wie schnell laufen wir denn? Hä? Wir laufen einfach mal komplett schnell um diese Häuser herum, ne? Yeah! Können wir auch hochspringen? Nee, ne? Nee, können wir hier irgendwo rein? Auch nicht. Hier sind einfach so Häuser. Wir können so rumlaufen. Mit einem Regenbogen-Cape oder so. Hä, wie cool ist das denn? Mit voller Karacho. Drücke nicht den Knopf, oh Fisch. Oh, was jetzt? Hast du Glück oder Unglück? Ich mach das Geschenk nicht auf. Ich weiß ja nicht. Oder? Er hat's aufgemacht. Was war da drin? Er hat anscheinend Glück gehabt. Oh, wir müssen uns schnell aussuchen. Blau, grün, orange oder... Ich nehme blau. Leute, blau. Blau ist gut. Okay? Komm bitte zu blau. Blau ist doch gut. Ja! Haha! Gelb hat sich geschafft. Oh nein, wir müssen schon wieder irgendwo rauf. Ich sage, gelb ist diesmal sicher, weil gelb war eben weg. Komm bitte, enttäusche dich nicht. Lass gelb bitte sicher sein. Bitte lass gelb nicht mal weg. Mann, schon wieder gelb. Ich drücke in den Knopf. So, hab Knopf gedrückt. Wow! Wir müssen schnell nach oben, Leute. Die Lava kommt. Oder so. Zack, zack, Sprung. Nein! Nein, ich habe den Sprung nicht geschafft. Ich Idiot. Ich kann mir auch mit den Münzen hier so ein Teddy oder so kaufen. Hey, warte mal. Ich habe mein Teddy in der Hand. Ich bin jetzt sicher, oder? Wow! Wow! Ich wurde einfach runtergehauen. Ach, das ist ein Boxkampf. Oh Mann, und ich bin da mit meinem Teddy unterwegs. Ich drücke nie wieder den Knopf. Den Knopf drücken finde ich blöd. Oh. Okay, wir müssen aufpassen. Worauf passen wir? Wow, eine Riesenkugel. Hier wird irgendwer umgerannt. Ja, es werden einfach... Ey, die kommen zurück. Die werden einfach komplett platt gedrückt. Ja, und das war so wie mit der Kugel. So, jetzt drück ich aber. Komm, ich drück nochmal. Ja. Wow, wir spielen Spleef. Boah, ist das hell, Leute. Okay, das heißt, wo wir jetzt hinlaufen, wird hinter uns... Genau, es wird hinter uns dann verschwinden. Und ich würde sagen, glaube ich, so ein bisschen im... Oh nein, ich habe mich selber ausgetrickst. Mann, ich bin echt nicht schlau. Ich muss auf jeden Fall mal probieren, länger zu überleben. Komm, ich habe jetzt den Knopf gedrückt und jetzt... Die Säure, Leute, unten die Säure. Die hier verbreitet sich. Bin ich hier oben sicher? Bin ich hier auf dem Baumstamm? Bin ich da sicher, Leute? Ich weiß ja nicht. Ich hoffe, ich bin auf jeden Fall hier sicher. Die Säure kommt auf jeden Fall. Oh, sie kommt nicht weiter. Ja, ja, wir sind in Sicherheit. Ja, wir haben die Säure überlebt. Haha, nicht mit mir. Wir müssen echt mal probieren, länger zu überleben. Wow, nein. Ey, die Wände. Oh nein, oh Gott. Leute, hier draufstellen. Komm, bitte lass mich das überleben. Bitte. Wo sind wir? Ah, wir haben überlebt. Ja, wir haben überlebt. Okay, drück den Knopf. Was passiert? Ah, wir müssen, wow, schnell zur Ziellinie. Wer es am schnellsten schafft. Okay, yeah. Und yeah, ich bin sehr gut darin, Freunde. Ich hoffe es auf jeden Fall. So, Sprung. Sprung. Die ist auf jeden Fall vor uns. Die muss runterfallen, Leute. Sonst kriegen wir die nicht mehr. Zack, zack. Wow, seitlich hier laufen. Das könnte eng werden. Wow. Ey, die ist echt gut. Ey. Wow. Wow. Nein, die war vor uns, ey. Die ist ja voll der Freak. Warum bist du so gut mit deinem komischen Chipmunk auf der Schulter, ey? Ich glaub's ja nicht. Nicht den Knopf drücken, Leute. Okay. Jetzt will ich wissen. Hab ich Glück? Ich drück drauf. Ich hab... Komm, bitte. Lass was Cooles drin sein. Irgendwas Cooles. Nee, schon wieder nicht. Was ist denn das für ein doofes Geschenk, Leute? Egal, ich drück jetzt mal den Knopf. So. Ah, nee. Wow. Hier ist eine riesen Rutsche. Da können wir runterrutschen. Yeah. Wow. Mit dem Gesicht. 360. Oh, nein. Wir fliegen runter.
Oh mein Gott, ey, das war ja mal mega cool. Einfach hier so eine Monsterrutsche. Können wir auch hier an der Seite runterrutschen? Oh nein, da fällt man einfach runter. Na toll. Ich will den Knopf drücken. So, hab den Knopf gedrückt. Wow, hey, was ist das denn? Ein Laser, der sich dreht, aber er dreht sich doch. Okay, er dreht sich doch. Okay, Sprung. Sprung, okay. Wir müssen jetzt immer das sehr gut timen. Ich glaube, der wird jetzt immer schneller, oder? Können wir von dem weglaufen? Nee, guck mal, der ist viel zu schnell, um wegzulaufen. Wow, yo, okay. Ey, ey, das ist voll schnell. Leute, der ist voll schnell. Wir sind nur noch zu zweit drin. Werde ich oder wird er gewinnen? Ich weiß es. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wow. Ja, ja. Ah, ey, wie überlebe ich das? Wie überlebe ich das? Ah, Leute, ah. Oh mein Gott, einfach ein bisschen rumspringen. Dann wird das schon. Ich glaube, ich schaff's. Ja, ich hab's überlebt als Einziger. Guck mal hier, das bin ich. Hä? Na? Da kann ich ja gar nichts gerade machen. Hä? Wo sind denn wir jetzt? Oh, wir müssen vorsichtig sein, Freunde. Wir sind hier am Klettern und es ist sehr, sehr windig. Aufpassen, dass wir jetzt hier ganz normal lang gehen können. Vorsichtig, Leute. Ganz vorsichtig. Irgendwer hat schon gewonnen. Ach, da, ach, hier ist die Ziellinie, ne? Okay, gut, wir haben es auch geschafft. Aber wir sind leider nicht Erster geworden. Verdammt. Ich drücke den Knopf, bitte. Lass mich drücken. Nein. Wo sind wir? Oh, wir müssen auf die andere Seite. Oh nein. Vorsichtig. Gib mir bloß aus dem Weg. Okay, ich kann laufen. Ja, ich kann laufen. Ey, die vor uns ist voll... Oh, das war richtig knapp. Leute, das war gerade mega knapp. Hier, los, Fahrt. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Fahrt. Ich glaube an dich, dass du das schaffst. Komm. Ja, noch ein Stück. Ja, Fahrt. Sehr gut. Hier hast du mein Teddy. Hier kriegst du mein Teddy geschenkt. Heute ist es soweit. Heute sind wir im Car Crush Simulator. Das bedeutet, wir können unser Auto, das, was wir gerade haben, komplett zerstören. Aber auch andere Autos, die wir uns dann beim Händler freischalten. Zum Beispiel so ein GP oder nachher halt einfach irgendwelche Busse oder so. Die sind ja auch riesengroß, Freunde. Die können wir auf jeden Fall nachher alle zerstören. Also je mehr Schaden wir an unserem Auto verrichten, desto mehr Geld bekommen wir. Und wir haben zum Beispiel bald ein nächstes Fahrzeug, was wir dann freischalten. Und Leute, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, mein Fahrzeug will gar nicht mehr so richtig fahren, ne? Ne, wir müssen mal ganz kurz respawnen. So, hier können wir nämlich auch immer unsere Fahrzeuge respawnen. Und jetzt haben wir hier einmal eine Möglichkeit, und zwar sind hier 10 Tore und hier ist zum Beispiel jetzt mal, pass auf, wir fangen mal an mit so einem Laser. Ja, Freunde, wir können jetzt hier unser Auto abstellen, zack, und dann aktivieren wir hier was. Oh, schnell weg hier, oh mein Gott, okay. So, schnell rein hier und jetzt, Leute, geht unser Auto hier durch, bup, und unten links, seht ihr, kriegen wir dafür Geld. Oh mein Gott, Alter. Und wir haben jetzt auch ein neues Fahrzeug freigeschaltet. Guckt euch das mal an, wie das durch den Laser durchgeht. Jetzt hier auch noch, im Endeffekt wird es dann auch noch da geschmolzen. Also richtig, richtig verrückt. Lass uns aber schauen, was wir für ein neues Fahrzeug jetzt freigeschaltet bekommen. Und zwar das hier. Ja, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Das Ganze spawnen wir doch mal. Und dann, oh, Alter, das ist sogar richtig am Abgehen, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Geld, um dann noch ein Fahrzeug freizuschalten. Ich würde mal sagen, wir gehen hier doch mal in den Tiefkühler. So, parken wir das Ganze hier rein und jetzt aktivieren wir nochmal den Tiefkühler. Oh, wieder schnell weg und jetzt geht's durch und... Oh mein Gott, Leute, das Auto wird einfach komplett eingefroren, ja? Ihr seht's hier. Oh, schnell wieder die Tür hier zumachen, bevor ich auch einfriere und... Oh, das wird sogar komplett auseinandergenommen. Holy moly, was geht denn bitte schön hier gerade ab? Was ist das für eine kranke Maschine hier? So ein heftiger Eisstrahler. So, und jetzt ist unser Auto schon fast komplett eingefroren, ne? Oh nein. Es wird sogar so ein bisschen noch gewendet. Uiuiui. Ich glaube, das war's, Freunde. Ich glaube, unser Auto ist komplett eingefroren. Los, komm. Aus damit hier. Aus damit. Nee, mach das aus. Ich will das aushaben. So. Nein, es wurde sogar noch einmal zerdrückt. Oh mein Gott. Also das ist das Fahrzeug, was im Endeffekt übergeblieben ist. Na gut, kein Problem. Das können wir auf jeden Fall wieder neu spawnen. Und jetzt nochmal hier was anderes ausprobieren. Und zwar haben wir hier links, Freunde, auch noch andere Sachen. Wir haben zum Beispiel einmal hier den Laser, dann den Tiefkühler. Wir hätten aber auch so einen Säulencrusher oder auch noch eine Sägemühle. Und ich muss sagen, so eine Sägemühle, boah, da sehe ich mich drin, Freunde. Da möchte ich auf jeden Fall das Fahrzeug hier reinparken. Komm, wir stellen das mal hier einmal ganz kurz quer, damit das hier auch ordentlich zersägt wird. So, und jetzt, zack, geparkt. Und hier draufdrücken und wieder schnell weglaufen. So, rein hier. Und jetzt geht's durch. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Und zack, es ist nur noch das übergeblieben. Und jetzt hier, oh mein Gott, wird der Rest einfach komplett zersägt. Holy moly. Guck mal, das ist einfach nur übergeblieben. Einfach so eine ganz kleine Teile. Ja, Leute, also das war auf jeden Fall mal unser Fahrzeug. Hier liegen noch ein paar Teile rum, aber das war es dann auch schon von dem Fahrzeug. Ich denke mal, eine Sache müssen wir noch machen, um wieder ein neues freizuschalten. Pass auf, wir machen jetzt mal so, wir gehen jetzt mal hier in den Säulencrusher.
Hier ist nämlich anscheinend, kommen da so eine Säulen raus, die dann so erweitert werden, damit unser Fahrzeug auch wieder zerdrückt wird. Komm, wir drücken jetzt mal wieder auf den Knopf. Zack, okay. Oh mein Gott. Und Leute, wenn ihr sehen wollt, wie wir davon noch mehr machen, dann verprügelt auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button, Freunde. Das wird auf jeden Fall hier wieder richtig krass. Bis jetzt hat das Auto gut überlebt. Oh, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Das Fahrzeug ist ja absolut gerade am zercrushen. Und jetzt sollten wir gleich wieder ein neues Fahrzeug freigeschaltet bekommen, ne? Komm, das muss nur noch da rein. Und in den Schmelzer da vorne rein. Und dann haben wir eigentlich ein neues wieder frei. Komm, oh ja. Was? Leute, wir haben einfach jetzt ein Golf... Ach, guck mal, ein kleines Golfauto. Pass auf, wir spawnen das Ganze jetzt mal. Und mit diesem... Oh, sogar Monster Truck hier am Start. Oh, und wir haben auch noch verschiedene Level, ne? Hier ist Level 2, Level 3, Level 4 noch dahinter. Also wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten, noch mehrere Folgen rauszumachen. Leute, wenn ihr das sehen wollt, ist es auf jeden Fall ganz leicht, was ihr dafür tun müsst, ne? Ist ja logisch. So, hier haben wir noch einmal Treppensturz. Okay, das bedeutet, wenn wir hier runterfahren... Oh, oh mein Gott, ah! Hilfe! Oh, 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 ey. Aber es scheint noch halbwegs zu funktionieren. Hallo, Hilfe. Ich glaube, ich muss das Ganze einmal neu spawnen. So, und jetzt müssen wir mit unserem Golfauto nochmal kurz gucken, wo wir am besten hier reinfahren. Pass auf, wir haben jetzt einfach schon Laser gehabt, dann Tiefkühler, Sägemühle, aber noch nicht den Tempo-Crash-Test. Das Ding hier ist nämlich komplett langsam und ich möchte jetzt einmal... Pass auf, wir machen die Distanz auf... Machen wir die auf Mittel. Kann man die auch kurz auswählen? Anscheinend nicht, ne? Schade. Gut, dann gehen wir mal rein. Und jetzt will ich das Golfauto mal im kompletten Fullspeed sehen. Oh mein Gott, schon über... Oh mein Gott, oh, Hilfe, nein. Okay, also wir sind irgendwie nicht weit gekommen. Das hat nicht wirklich viel gebracht. Müssen wir auf jeden Fall hier nochmal neu spawnen. Pass auf, also das Tempo-Ding war auf jeden Fall mit diesem Golfauto nicht so besonders gut. Ich glaube auch, dass wir dadurch nicht so viel Geld verdienen, weil wir nicht so viele Sachen haben, die kaputt gemacht werden können. Lass uns das doch mal hier ausprobieren. Wir gehen mal hier in die Seitenwalze rein. Da sollte man auf jeden Fall... Oh ja. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Oh, oh, okay. Pass auf, wir steigen jetzt hier mal aus und aktivieren das Ganze mal so. Schnell weg hier. Ah, schnell rein. Und, hä? Oh, schnell hochklettern. Okay, schnell hochklettern und von oben sehen. Oh, nein, mein Golfauto. Oh mein Gott. Okay, also das Golfauto hat es auf jeden Fall nicht überlebt. Kann ich da auch selber reinspringen? Oh nee, es ist ja Glas. Okay, das ist Glas, Freunde. Pass auf, wir machen uns jetzt mal hier ein anderes Auto ran. Weil das Golfauto, dadurch kriegen wir nicht wirklich besonders viel Schaden. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier ein bisschen weiter nach links. Und da haben wir auch schon zum Beispiel, oh ja, ich sehe es schon, hier zum Beispiel so ein Auto. Das sieht doch mal richtig nice aus. Oh, wir müssen kurz warten, nochmal 3 Sekunden. Leute, in der Zeit auf jeden Fall nochmal hier abonnieren und kommentieren, was ihr noch mehr sehen wollt. So, und jetzt wird das ganze Ding hier gespawnt. Und ja, der ist auf jeden Fall schon mal viel, viel schneller am Start. Ich würde mal sagen, der Tempo-Crash-Test wird hier auf jeden Fall richtig schnell mit dem Auto gemacht. Und yo, oh, oh mein Gott, wir fahren einfach, Alter, 200 km/h. Guck mal, wie schnell wir hier durch den Tunnel durchfahren. Oh mein Gott, und jetzt, ah, ne, oh, oh mein Gott. Okay, das war es auf jeden Fall von diesem Fahrzeug hier. So, wir müssen das auf jeden Fall jetzt nochmal von vorne machen hier. Ich will auf jeden Fall nochmal ein paar andere Sachen hier sehen. Der Tiefkühler, Laser, so hatten wir ja schon alles. Aber jetzt möchte ich nochmal sehen, wie wir hier, die Stachelgrube, okay, Stachelgrube. Oh mein Gott, ich glaube, da unten sollten Stacheln sein, ne? Wie das halt auch betitelt wurde. So, schnell hier wieder. Oh, nee, du kommst nicht rein. Da wollt ihr unseren Platz klauen. Und jetzt schnell hochklettern. Oh, schnell hoch. Und jetzt? Oh, oh mein Gott, unser Auto ist einfach in so ein Stachel reingefallen. In so ein Stachelfeld. Können wir da noch irgendwas anderes machen? Oh, oh mein Gott, die Tür geht wieder auf. Und es ist unser Auto da unten und hängt da fest, ne? Aber ich glaube, draufdrücken und so können wir nicht mehr. Nee, okay, dann müssen wir auf jeden Fall unser Fahrzeug immer neu spawnen. Und jetzt, Leute, möchte ich unbedingt, dass wir da noch ein neues Fahrzeug freischalten. Dafür müssen wir aber richtig, richtig viel Schaden hier anrichten. Pass auf, ich mache mal hier den Schmelzer. Oh ja, Leute, jetzt kommen wir hier zu dem Schmelzer. Und ich glaube, haben wir hier noch die Möglichkeit? Nee, wir müssen das, glaube ich, selber machen. So, pass auf, aus dem Weg hier. Zack, zack, zack. Und jetzt ist unser Fahrzeug da vorne. Und jetzt müssen wir hier gucken. Einmal ganz kurz aktivieren. So, dann Fließband machen wir auf langsam. Und aktivieren das Förderband. So, und jetzt... Ach, das ist ein Schnetzler, nicht Schmelzer. Okay, und es wird jetzt geschnetzelt. Bam! Okay, so, und zweiter Schnetzler und bam! Oh mein Gott, Leute. Und jetzt der dritte. Komm, und nochmal hinten drauf. Boots! Oh mein Gott, Alter, das hat richtig, richtig viel Schaden gemacht. Jetzt gucken wir mal hier. Ja, das fällt da alles auf jeden Fall rein. Aber es hängt fest, ne?
Ey, wir brauchen gar nicht mehr so viel für ein neues Fahrzeug, aber es hängt schon wieder fest. Das kann doch nicht angehen, Leute. Pass auf, wir machen das jetzt so. Wir fahren jetzt mal nach ganz hinten. Ich glaube, da war noch irgendwas, was wir noch nicht hatten. Einmal ganz kurz austesten. Genau, und zwar die Naturgrube. Was ist denn hier die Naturgrube? Oh mein Gott, okay. Boah, da geht's da richtig, richtig tief runter. Pass auf. Wir gehen jetzt hier. Zack, Blitzaktivierung. Und jetzt schauen wir, Leute. Oh mein Gott. Oh, es fällt runter. Oh, nein, mein schönes Auto. Oh, aber so viel Schaden hat das gar nicht gemacht. Ne, pass auf, wir brauchen nochmal. Ah, nein. Ah. Oh mein Gott. Ey, das hat uns ja komplett erwischt, ey. Ich glaub's doch nicht. Pass auf, wir müssen noch einmal ganz kurz hier in den Laser-Dings nochmal rein, damit wir das schöne Fahrzeug, was wir hier haben, zack, nochmal richtig viel Geld bekommen. Dann schalten wir uns ein neues frei. Das sollte, glaube ich, der Sportwagen sein. So, hier, durch die Laser, durch. Oh mein Gott. Oh, zack. Oh ja, das bringt uns richtig, oh ja, das bringt uns richtig, richtig viel Schaden. Und jetzt, oh, der Rest nochmal rein. Dann sollten wir uns jetzt schon mal ein neues Fahrzeug freischalten. Ja, und zwar, oh, Freunde, guckt euch mal den hier an, ein richtiger Sportwagen. Also dieser Sportwagen sollte uns, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden bringen. Wir können theoretisch auch noch hier die Sachen so auftunen. Dafür brauchen wir aber auch Credits. Und ich glaube, durch diese Credits, die kriegen wir, glaube ich, nur, indem wir jetzt auch noch so Derby und sowas machen. Also Leute, das Teil hier ist auf jeden Fall schon mal ordentlich schnell. Wir testen mal ganz kurz nochmal die Schnelligkeit und wie viel Schaden man damit ungefähr macht aus. Und zwar mit dieser Treppe. Komm, wir fahren jetzt nochmal ganz schnell zur Treppe und dann links und Vollgas. Oh. Oh mein Gott, ey. Oh. Oh. Oh ja, das hat, glaube ich, einen Totalschaden, der Wagen. Na gut, pass auf. Ich würde mal sagen, wir werden hier mal mit dem Wagen ganz kurz. Hier kann man nämlich reingehen, ja. Und dann kann man hier anscheinend auch, nee, das war hier, genau. Ein Derby. Ihr kennt es ja, wenn man gegen andere Autos antritt. Ja, und da treten wir mal bei mit diesem hier. Leute, mit diesem Fahrzeug. Und jetzt geht's richtig in die Derby-Action. Okay, nehmen wir die normale Arena oder die Schüssel-Arena? Okay, viele nehmen die normale Arena. Dann nehmen wir auf jeden Fall auch die normale Arena. Und dann, Leute, geht's gleich richtig ab. Dann treten wir einfach gegen die anderen Spieler an mit unserem schwarzen Fahrzeug, was wir gerade eben ausgewählt haben. So, und jetzt, guck mal, das ist jetzt die ganze Arena, die wir gleich haben werden. Ey, das wird ja richtig, richtig heftig, vor allem mit diesen ganzen Rampen und so. Ey, warum ist denn jetzt hier auf einmal alles voller Schnee? Okay, Leute, jetzt müssen wir auf jeden Fall die anderen Autos so doll kaputt machen, wie es nur geht. Hier, wir können noch boom, umfahren. Oh, der wäre voll umgefahren. So, hier, oh mein Gott, das Auto hat vorne gar keine Reifen mehr. So, jetzt aber hier richtig mit voll Karacho fahren wir jetzt mal mit unserem neuen Auto. Genau, gegen den weißen, oh mein Gott, unser Motor guckt vorne raus. Nein, wir müssen aufpassen, dass wir die nochmal frontal gegenfahren. Und umdrehen, nein, ey, Hilfe. Oh, fährt uns der von rechts voll rein. Wir haben einfach einen Reifen. Nein, wir haben vorne keine Reifen mehr. Oh, hat er ihn aber einfach gerecht. So, ey, ich klaue einfach. Ah, ich klaue jetzt einfach hier ein Auto, oder? Können wir noch ein Auto klauen, Leute? Ich weiß nicht, aber wir müssen mal ganz kurz schnell hier respawnen. So, hier einmal wegmachen. Und jetzt heißt es mit voller Karacho gegen die anderen rein. Wir können auch sogar welche umfahren. Deswegen, komm, wir fahren hier mal um hier. Oh, boom. Oh, okay. Den hat es auf jeden Fall ordentlich erwischt. So, und jetzt kommt hier ein Gelber. Ah! Der ist uns voll rechts reingefahren. So, okay, uns fehlt leider ein Reifen. Wir haben aber mit drei Reifen trotzdem noch anscheinend, da sind wir noch ganz gut dabei. So, komm. Jetzt aber hier in das Golfcar, Leute. Das kann gar nichts. Bam, Alter. Guck mal, jetzt liegt er auf der Seite. Und jetzt, oh, was passiert eigentlich, wenn man hier reinfährt? Ist da hier irgendwas Besonderes? Oh nein, ah, Leute. Oh, in den Crusher rein. Oh, Hilfe. Oh mein Gott. Die Zombie-Apokalypse in der U-Bahn ausgebrochen, Leute. Ja, wir sind hier nämlich im Untergrund und die Polizei schießt schon hier die ganzen Zombies und so ab. Und er sagt, berühre auf gar keinen Fall die Zombie-Säure, Leute. Sonst wird irgendwas Schlimmes passieren. Er sagt hier sogar, wir können hier leider nicht euch rauslassen, weil die Infektion hier schon verbreitet wurde, Leute. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall entkommen. Und das ist unsere heutige Mission. Wenn ihr denkt, dass wir heute vielleicht überleben werden oder vielleicht auch nicht, dann haut auf jeden Fall gerne auf den Like-Button, auf dem Abo-Button, Freunde. Dreht mal euer Handy und drückt auf jeden Fall noch gerne mal auf die Glocke. Und dann auf jeden Fall gerne nochmal auf den Like-Button, ja. Freunde, auf jeden Fall geht es ja auch noch weiter. Irgendwie passieren noch echt verrückte Dinge, ne? Und jetzt hier, was, müssen wir hier lang? Ey, du bist also auch infiziert, oder was? Müssen wir jetzt hier über diese Zombie-Teile springen? Oh Gott, das ist Dave. Guck mal hier, der ganze Subway ist einfach infiziert mit Zombies. Und die lassen uns auf jeden Fall jetzt hier nicht raus. Lass uns jetzt erstmal entkommen. Komm, wir gehen jetzt hier erstmal über so Körperteile rüber. Eieieiei, okay, also, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Hier können wir gerade nicht durch.
Das ist quasi ein Durchgang, wo man nicht durchgeht. Jetzt müssen wir wirklich hier durch den Lüftungsschacht durch, Leute. Ja, müssen wir gerade sogar wirklich. Okay, das machen wir dann. Kein Problem. Ach, hier sind die ganzen Kabel, die so verlaufen. Das sind dann, glaube ich, die ganzen Kabel so für die Geräusche, für die ganzen Ansagen und so. So, bitte kommen Sie zum Gleis 3. So, also mal gucken, ob wir es hier rausschaffen. Ich gehe jetzt am besten mal hier links rum. Oh, das ist aber... Oh, na toll. Jetzt sind wir auch noch in einem Dingens, in der Sackgasse gelandet. Ich denke, wir müssen jetzt hier vielleicht weiter und dann vielleicht links oder rechts. Ich würde sagen links. Mal gucken. Leute, zweimal links kann es ja bestimmt nicht passieren. Oh, ich glaube jetzt hier links, Leute. Hier links ist, glaube ich, der Ausgang, oder? Ah, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Oh, ja. Ja. Okay. Und, hä? Was ist denn hier los? Ist hier irgendwie so ein Windkanal, Leute? Oh, nein, 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 nein. Oh, Mann, ey. Also, jetzt hier schnell rein. Nein, 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 nein. Ja, oh, alter Schwede, war das knapp. Eieieiei. Hier können wir auf jeden Fall schon mal auch nicht durchgehen. Hier ist es quasi auch gesperrt, Leute. Und hier ist sogar eine Roblox-Cola. Robloxy oder Bloxy-Cola. Okay, komm, wir gehen jetzt mal weiter. Über die ganzen grünen Säuren von den Zombies. Und hier sind die auch schon, Leute. Die sind schon welche infiziert. Oh Gott, Leute, schnell hier weg. Leute, nein, der ist auf jeden Fall blockiert hier von den ganzen Zombies. Wir müssen jetzt auf jeden Fall wirklich in den Untergrund hier gehen. Und durch so einen Nebentunnel. Ist das hier so eine Abkürzung oder so, Leute? Also, wo sind jetzt wir hier? Wir sind anscheinend jetzt irgendwo in so einem Tempel? Nein, du willst uns also erzählen, dass wir jetzt hier in so einem Tempel sind, Leute. Und, oh Gott, geht das einfach so zufällig ab und zu runter? Oder wie werden diese Teile quasi runtergehen, Leute? Kann ich jetzt hier theoretisch einfach gehen? Oder werden die ausgelöst, wenn ich reingehe? Komm, wir gehen einfach mal ganz schnell hier durch. Oh, Leute, na, das ist ja richtig blöd. Komm, wir gehen jetzt einfach ganz schnell durch, okay? Wollen wir hoffen, dass es die Teile jetzt hier nicht wegpieksen. Und lauf, 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 lauf. Oh, hä? Die kommen ja gar nicht runter, Leute. Hä, die sind einfach gerade nur so zufällig runtergekommen. Also ich glaube, wir haben relativ viel Glück gehabt, ne? Na gut, alles klar. Dann haben wir Glück gehabt, gehen wir hier auf jeden Fall schon mal weiter. Und wo sind wir denn jetzt hier gelandet? In irgendeinem Tempel, Leute. Oh, also heute kann ich auf jeden Fall nicht behaupten, dass ich hier das geschafft habe, ohne einmal drauf zu gehen. Aber das ist kein Problem, Freunde. Ein bisschen seitlich gucken hilft auf jeden Fall immer sehr, sehr viel, muss ich sagen. So, jetzt hier. Komm, Sprung. Oh, hier auch noch. Und zack. Und hier noch hoch. Und ja. So, und hier durch. Okay, hier ist ein Wasserfall, ne? Gut. Nächster Checkpoint auf jeden Fall erreicht. Und oh, hier ist so eine riesen... Hä? Ich glaube, hier wurde gerade jemand weggepiekst. Hier ist so eine riesen Kugel. Ich frage mich gerade nur... Kommt die ab und zu einfach? Hallo? Kugel? Wie kommst du denn am besten immer? Nein. Nein, 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 der hat zugemacht. Nein, wir müssen schnell durch, Freunde. Wir müssen ganz schnell durch jetzt hier. So. Schnell rüber. Oh Gott. Schnell rüber, Leute, bevor die Kugel kommt. Hier. Oh, Mann, ich war doch direkt davor. Das ist auf jeden Fall heute echt ein bisschen schwer, muss ich sagen. Weil halt auch so Dinge passieren, wo man gar nicht weiß, wann die gleich so runterkommen. Jetzt hier. Schnell. Oh. Okay. Kugel auf jeden Fall schon mal überlebt, Leute. Und, hä? Ist hier jemand durchgebrochen schon? Mit diesen Vor... Oh, warte mal. Die Kugel ist gerade gerollt, ne? So sieht das Ganze aus. Okay, komm. Wir gehen jetzt hier mal ganz schnell weiter durch. Mal gucken, was wir hier hinter diesem Gang haben, Leute. Hä? Ach, wir sind jetzt... Ah! Hey, super lucky! Was geht? Oh, hier sind noch mehr Zombies links. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier einmal ganz kurz durchgehen. Und die dürfen eigentlich nur Mitarbeiter rein. Und das steht auch gefährlich, ne? Hm. Oh, mein Gott. Guckt euch mal diesen riesen Zombie-Arm an. Und den Kopf hast du vergessen zu erwähnen. Und jetzt? Müssen wir jetzt hier rauf oder was? Warte mal. Ah, nee, ich glaube, wir müssen, glaube ich, hier erstmal weiter. So. Oh, sag mir jetzt nicht, dass wir hier durch den Zombie durch müssen, oder? Oh, Leute, das ist jetzt nicht... Nein! Wir wurden von einem Zombie gegessen, weil wir hier lang mussten, Leute. Jetzt sind wir mitten im Zombie einfach drin. Ey, wir sind einfach mitten im... Hier sind auch die Zombie-Zähne. Ich wusste gar nicht, dass sich auch noch die Zähne so ein bisschen verändern. Hier ist der Gaumen. Hier ist der kleine... Hier ist quasi das Ding, was, wenn man das berührt, dann fängt man an zu kotzen. Okay, komm. Ah! Ah, komm, kotz mich aus. Nein! Nein! Jetzt bin ich rein... Oh! Hey! Bin ich gerade einfach über den Checkpoint rübergeflogen, Leute? Also anscheinend schon. Na gut, okay, komm, dann gehen wir mal hier über diese Stufen auf jeden Fall hier rüber. Und wo sind wir denn jetzt hier? Ist es irgendwie die Zombie-Innereien jetzt hier gerade? Guck mal, wir brauchen ja gar nicht diese Teile. Guck mal, wir können auch einfach so hochspringen. Ha, guck mal, wie hoch wir gerade sind. Wir sind hier der King. Und, ist hier das Zombie-Herz? Warte mal, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier ganz vorsichtig lang, okay?
So, hier rüberspringen, auch hier. Oh Gott, alles klar. Und jetzt, zack, können wir jetzt hier quasi... Ja, wir können jetzt hier... Oh, hier ist, glaube ich, echt das Herz, ne? Na gut, dann gehen wir mal hier weiter. Ohne Probleme. So. Und zack, Checkpoint, Freunde. Sehr, sehr gut. Okay, komm. Springen auch nochmal hier rüber. Und, Alter, ist das hier... Hä? Wie soll ich denn hier weiterkommen? Muss ich jetzt hier durchgehen? Hä? Leute, wie geht's denn hier weiter? Muss ich irgendwas machen? Habe ich irgendwas übersehen? Muss ich vielleicht... Wow! Okay, hey, 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 hey! Stopp, 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 nicht so schnell! Nicht so schnell, nicht so schnell! Oh, oh Gott! Ey, ey, warum sind wir gerade so schnell, Leute? Yeah! Und yeah! Alter, zack! Oha! Und zack! Ha! Oh Gott! Das haben wir auf jeden Fall auch schon mal belebt. So, dann können wir, glaube ich, jetzt hier noch hochklettern. Und hier ist noch ein Herz? Nein, das kann ja nicht angehen, Leute. Als ob ein Zombie einfach zwei Herzen hat. Und warum ist der überhaupt so groß? Guck mal, wie hoch wir hier klettern müssen. Die ganzen Rippen und so. Na gut, komm, wir klettern erstmal ein bisschen weiter. Und Checkpoint. Gut, gehen wir hier auf jeden Fall mal easy lang. Ohne Probleme jetzt hier. Zack, nehmen wir das mit. Können sogar schon mal einen überspringen. Gut, das war ja relativ leicht. Hier haben wir jetzt auch schon wieder den nächsten Checkpoint. Und oh, na, die Zombie. Ah, ah. Och nein, wir sind ja wirklich gerade an Zombie-Kacke hängen geblieben. Och, Leute. Und jetzt muss ich hier den... Ah, nicht. Ich wollte gerade sagen. Okay, also vorsichtig über die Zombie-Würste... Rüberspringen, ja? Rüberspringen. Alle guten Dinge sind drei, Freunde. Wir springen jetzt einfach hier über die Zombie-Kacke rüber. So, ohne Probleme. So, und... Oh, nein! Was ist denn jetzt passiert? Wurden wir jetzt gerade aus einem Zombie-Po ausgekackt? Oh Gott. Ich glaube auf jeden Fall... Ich glaube nicht, dass wir hier diese Teile berühren dürfen, Leute. Er meinte ja, wir sollen uns da fernhalten von dem von der Zombie-Säure. Und den hast du auf jeden Fall echt komplett erwischt, ne? Komm, wir gehen jetzt hier schnell nach draußen. Wir wollen ja im Endeffekt entkommen. Wir sind gerade einfach durch ganze Innereien von so einem Zombie durchgekommen und sind selber nicht mehr zum Zombie geworden. Da frage ich mich, was passiert, wenn man so vom Zombie nur gebissen wird, ne? So, können wir jetzt hier raus? Nee, immer noch nicht. Oh Mann, oh. Okay, oder? Das ist, glaube ich, hier. Ist das der Zug links, Leute? Schnell, wir müssen... Da, das ist der Zug, Leute. Da müssen wir rein. Ja, und jetzt hier rein, Freunde, in den Zug. Und? Fahren wir jetzt weg? Fahren wir in Sicherheit, Leute, irgendwo, wo keine Zombie... Oh Gott, die Welt geht unter, oder? Oder was ist mit dem Himmel passiert? Leute, ja, wir sind entkommen. Vor einigen Wochen haben wir schon den Tower of Hell easy gespielt. Das bedeutet der Tower of Hell in leicht. Aber heute habt ihr noch zu mir gesagt, ich muss ja unbedingt den auf Mittel spielen oder beziehungsweise den noch auf hart. Deswegen hier ist zum Beispiel jetzt gerade noch der harte. Also wenn ihr den dritten Part noch sehen wollt mit dem harten Tower of Hell, der richtig, richtig, richtig schwer ist, dann haut jetzt auf jeden Fall gerne mal auf den Like-Button, auf den Abo-Button und dreht doch einmal ganz kurz euer Handy und drückt auf die Glocke, dann werdet ihr nämlich nicht die Episode verpassen. Das wollt ihr nämlich dann nicht verpassen. Aber jetzt erstmal hier zum Tower of Hell Medium. Den müsst ihr auf jeden Fall erstmal besiegen. Es sind schon ganz, ganz viele am Anfang am Start. Und es gibt ja, glaube ich, gar keine Checkpoints oder sowas. Das heißt, wenn man runterfällt, bis ganz nach unten, ja, dann hat man Pech gehabt. Ja, dann hat man halt wirklich Pech gehabt. Und deswegen müssen wir halt gucken, dass wir heute bis ganz nach oben kommen, ohne dass wir halt irgendwie groß viel runterfallen und so. Deswegen, also hier bis jetzt ist noch relativ leicht. Wir gehen nochmal ganz schnell hier über die, ja, über dieses Seil hier rüber. Auch alles kein Problem, Leute. Deswegen, es wird nachher noch richtig, richtig schwer. Seht ihr schon, wie hoch es dann noch geht? Da vorne ist noch orange, rot, lila und so. Ich glaube, es endet irgendwann bei weiß und dann sind wir nachher ganz oben und können da anscheinend eine richtige Überraschung finden nachher ganz oben. Deswegen, Leute, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Schaut, was wir nachher am Ende bekommen. Und wir müssen jetzt erstmal hier alles Mögliche überwinden und bloß nicht diese gelben Teile berühren. Wir kriegen dadurch immer ein bisschen weniger Leben. Und ihr seht, oben rechts haben wir quasi unser Leben. Das ist halt ganz, ganz klein dargestellt. Das ist gerade noch im grünen Bereich, also alles okay. Und hier können wir, glaube ich, genau, hier können wir noch hochklettern. Alter, wenn wir jetzt hier runterfallen, sind wir wieder ganz unten, ne? Das wäre so dämlich, wenn wir jetzt hier runterfallen. Vorsichtig, unser Leben ist auf jeden Fall immer noch im grünen Bereich, aber jetzt nur noch gerade so hellgrün und... Oh, Leute, wo ist jetzt... Ah! Ey, ey, aua, aua! Alter, ich habe gerade schon rotes Leben, Leute. Mein Leben ist gerade einfach jetzt schon rot. Jetzt muss ich mal ganz kurz warten, bis wir jetzt hier... Obwohl, komm, wir sind mutig, okay? Wir sind mutig. Aua! Okay. Oh Gott, ich warte lieber, oder? Ich warte lieber, Leute. Oder? Nee, 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 das geht schon, das geht schon. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, hier einmal... warte mal. Was sind das denn für Teile? Zack, 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 zack. Oh Mann, das ist doch voll schwer, Leute. Zack und zack und zack. Okay, ich muss ein bisschen mit der Hand arbeiten, dann geht das auf jeden Fall schon. So, komm, wir gehen jetzt hier nochmal weiter über dieses kleine Seil und oh, bloß nicht runter. Guck mal, wenn wir jetzt runterfallen, sind wir wieder ganz, ganz unten. Ey, das wäre heute auf jeden Fall, oh nein, jetzt müssen wir das schon wieder, oh Gott.
Das kann doch nicht angehen, dass wir... dass wir das schon wieder... Ich mach's lieber auf der Seite. So sollte es... hier sind wir am sichersten. Das heißt, wir machen so, so, so und so. Ey, ich bin Profi. Leute, ich bin wirklich Profi. Müssen wir jetzt... Wo müssen wir jetzt lang? Hä? Müssen wir jetzt da runter? Ich glaube, wir müssen hier runterspringen, ne? Ja! Yeah! Und jetzt sind wir hier. Und was steht da? Die Steine, die dunkler sind, die haben anscheinend, ja, keinen Boden. Also anscheinend kann man auch runterfallen. Deswegen, wir nehmen lieber nicht die dunklen, sondern gehen jetzt hier. Ah! Oh! Ey! Ey, ohne Spaß, ne? Komm, spring du zuerst. Nee, wir beide? Okay, nee. Du springst zuerst, habe ich jetzt gerade gesagt. So, jetzt müssen wir... Ey, was? Und... Oh Gott, ey. Hey, ich will hier nicht runterfallen. Ah! Ah! Ey, das ist... Oh, okay. Ich schwör's euch, Leute, das ist ja hier mega, mega schwer. Komm, jetzt gehen wir hier ganz kurz weiter. Gehen... Oh, Alter! Jo, über das Seil hier rüber. So. Und dann gehen wir hier über dieses Seil rüber. Und da backt man ja manchmal so fest. Wir sind jetzt schon mal hier jetzt gelandet. Immer noch im gelben Bereich. Aber es scheint hier wirklich mega, oh, mega, mega schwer zu sein. Jetzt müssen wir vorsichtig um die Blöcke rum, Freunde. Bloß nicht runterfallen. Hier können wir auf jeden Fall auch nochmal weitergehen. So, alles klärchen. Bis jetzt ist noch alles entspannt. Warte mal, ich glaube, das ist eine Sackgasse, ne? Jetzt müssen wir, glaube ich, hier... Hey, warte mal. Müssen wir da durch? Ja, wir können da durchgehen. Ach so, ja gut, kein Problem. Und jetzt können wir, glaube ich, hier noch hochklettern, ne? Ja, ha, perfekt, Leute. Und springen. Okay. Puh, Leben ist doch im grünen Bereich. Alles tutti frutti. Ihr könnt heute, glaube ich, auch wieder durchgehen, ja? Oh, Leute, ich muss ehrlich sagen, ne? Das könnte auf jeden Fall heute richtig in die Hose gehen, wenn wir runterfallen. Ich hoffe, wir kommen auf jeden Fall bis zum Ende. Und der Tower Fell 1, da war ja noch relativ entspannt im Gegensatz zu dem hier jetzt gerade, ne? Da will ich gar nicht wissen, wie der Tower Fell hart wird. So, Leben ist noch im gelben Bereich. Alter, wenn wir jetzt hier runterfallen, ne? Guck mal, wie tief wir dann fallen. Hier auf jeden Fall... Oh! Vorsicht geboten. So, Vorsicht. Alter Schwede. Oh, so, orangener Bereich. Wir sind auf jeden Fall auf gutem Wege. Jetzt müssen wir noch hier gucken, dass wir... Oh, nein. Oh, ich bin so weit runtergefallen, Leute. Gut, ich gehe nochmal eben ganz schnell nach oben. Alter, hat das lang gedauert, hier wieder ganz hoch zu kommen, Leute. Jetzt mal ohne Spaß. So, jetzt sind wir wieder im orangen Bereich. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier... Bloß nicht runterfallen. Bitte lass mich jetzt hier nicht runterfallen, ja. Das ist ja gerade noch so der orange Bereich. Das heißt, orange ist ja noch relativ machbar. So, also. Leben ist gelb. Ich bin nämlich ab und zu noch mal ein paar Mal runtergefallen. Das war aber nicht so schlimm. Wir können jetzt hier nochmal so durchgehen hier. So, vorsichtig, genau. Müssen wir jetzt da durchspringen? Ja, müssen wir. Und das heißt, durchspringen, okay, sehr gut. Und jetzt können wir hier... Oh Gott, wir müssen... Oh Gott, wir müssen so außenrum... Oh Gott, Leute, was hier... Was mir alles machen muss, ne? So, vorsichtig, hier, vorsichtig. Oh, ich will hier nicht runterfallen, ne? Ich will hier nicht nochmal 5 Minuten hochlaufen müssen. Es hat wirklich richtig lang gedauert. Okay, jetzt können wir hier hochklettern. Alles entspannt, Leute, alles entspannt hier. Über die gelben Teile rüber springen, okay. So, oh, alter Schwede, ne? Ey, und ich glaube, Tower of Hell, da gibt es, glaube ich, gar keinen Checkpoint. Hier gibt es ja, wir müssen jetzt hier ehrlich außen rumspringen. Okay, Und, oh, oh, Alter, das ist, ich sag's euch, das ist so schwer. So, hier müssen wir ja da vorne hin. Das heißt, hier nichts berühren, so, und dann zack, zack, zack und zack. So, und müssen wir jetzt hier wirklich wieder, wir müssen jetzt wirklich wieder rum, ne? Oh. So, oh Gott, okay, und hier nochmal, oh. Und, oh, so, alles klar. Hier ist es echt schlimm mit der Kamera, ne? Kann ich das nicht in... Ah, doch. Hä? Voll einfach. Ha! Man muss einfach nur... Ey, das ist ja voll einfach so. Okay, warte, wir müssen jetzt hier auch noch rum. So, ey, guck mal hier. Mach das auf jeden Fall in der Ego-Perspektive. Das ist dann viel einfacher, Leute. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, das so in der Ego-Perspektive zu machen. Weil dann ist es wirklich viel, viel... Also, es ist richtig einfach dann, okay. Das ist kein Problem. Dann können wir jetzt hier die ganze Zeit so einmal außen rum springen und hier jetzt wieder hochklettern. Und das Ganze nochmal hier zum Schluss nochmal einmal ganz kurz so. Nicht zu weit springen. Hier auch nicht. Zack, zack. Okay, und hochklettern. Ich glaube, jetzt sind wir... Genau, jetzt sind wir hier schon mal oben drauf. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier wieder... Ja, so machen, okay. Kein... Warte mal, die sind jetzt sogar ein bisschen schwerer, ne? Die sind weiter auseinander, glaube ich. So, und zack. Warte mal, zack. Ja, wir sind schon mal im roten Bereich, Leute. Wir haben schon mal einen roten Bereich geschafft. Okay, komm, dann springen wir. Gott. Und warten jetzt und müssen jetzt gucken, dass wir hier mal jedes Mal durchpassen, oder was?
Wo muss ich denn im Endeffekt? Ich muss, glaube ich, da rüberspringen, ne? Da muss ich rüberspringen! Oh, hier nochmal hoch und aua. Ey, da ist so ein gelbes Teil, was die ganze Zeit kommt. Okay, dann springen. Warte, spring. Mist. Spring. Oh, jetzt springen wir. Zack. So, schnell hier langlaufen, Leute. Aua. Wow. Au, au, au. Okay, so. Aua. Oh, Mann, oh. Okay, Freunde. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass wir springen können. Ja. Oh, okay. Und jetzt geht's, glaube ich, hier gleich weiter. Ich warte mal lieber hier außen, okay? Ich lasse mich noch mal kurz hier eine Runde drehen. So, null Problemo. Mano. Okay, nächster Versuch, Leute. So, und rauf hier. Alles klar. Und rauf hier. Ey, nein. Okay, wir warten lieber noch mal. Das ist ja wirklich, ich sag's euch, das ist... Oh, der nächste Sprung. Ja. Und jetzt müssen wir noch hier, müssen noch darauf. Zack. Ja. Oh Gott, die gelben Teile. Und hochklettern, kletter, 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 kletter. Oh. Okay, wir sind jetzt schon mal im dunkelorangen Bereich. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen nach oben. Aber ich hoffe, wir fallen gleich nicht nochmal richtig tief runter. Weil, ich sag's euch, dann ist, wenn wir wirklich bis nach unten fallen, dann ist das Video wirklich vorbei, Leute. Weil ich bin hier schon so lange am Start. Muss ich jetzt hier links langlaufen? Oder muss ich rechts langlaufen? Hä? Ich glaube, ich laufe mal... Oder? Ich glaube, nee. Ich glaube, wir müssen... Das ist, glaube ich, der schwere Weg, ne? Pass auf, wir gehen mal lieber hier lang. Ich glaube, hier ist, glaube ich, der bessere Weg, Leute. Vor allem, wenn wir hier runterfallen, dann ist es, glaube ich, noch nicht so weit. Hier bin ich jetzt Profi schon geworden, weil ich hier tausendmal da rum musste, so. Das kann ich jetzt schon ganz leicht und... Okay, hier können wir auch wieder... Was sind das Doppeldinger, ne? Die sind doppelt so breit. Oh Gott, ey. Ah, hier müssen wir jetzt rauf. Alles klar. No problemo. Hier. Jetzt müssen wir über drei... Warte, wir müssen durch... Wow, Alter, gut, dass ich da so ein Profi geworden bin jetzt drin, ne? Und, oh nein, bitte nicht, nicht diese Teile. Oh, und jetzt hier über dieses Seil rüber, null Problemo. Ey, wenn wir jetzt runterfallen, ne, guckt euch das mal an, wenn wir jetzt hier runterfallen, das ist so tief, Leute. Das ist mega, mega tief. Hier müssen wir nur ran. Oh, alles klar, wir sind schon im roten Bereich. Leute, der rote Bereich ist schon hier am Start. Und jetzt diese roten Teile, die kosten, glaube ich, ein bisschen mehr Leben. Das heißt, die sollten wir, glaube ich, nicht berühren. Gut, die Sachen können wir leicht schon machen. Boah, die kosten echt mehr Leben, ne? Aua, aua. Aua. So. Okay. Muss ich auch... Ja, ich muss hier raus. Und ich muss jetzt gucken, dass ich... Nee, ne? Wow! Oh mein Gott! Wow! Wow! Leute. Kann das sein? Kann es gerade sein, dass wir gerade im Darm sind? Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir müssen von unserer bösen Mutter entkommen, denn die ist ganz schön sauer, weil wir ganz schön viel Roblox spielen. Guck mal hier, das sind jetzt wir. Und wir haben jetzt anscheinend ganz schön viel Jailbreak gespielt und müssen jetzt hier aus diesem Obby entkommen, Freunde. Ja, und die ist ganz schön böse, muss ich sagen. Und da habe ich auf jeden Fall Angst, Leute. Deswegen werden wir heute wegrennen. Verprüft auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button, wenn ihr mehr von solchen Sachen sehen wollt. Und ich würde mal sagen, Leute, wir nehmen direkt mal hier unsere Beine in die Hand. Und zack, springen hier auf jeden Fall direkt schon mal vor unserer bösen Mutter weg. Mal gucken, was uns hier alles so auf dem Weg trifft. So, hier ist auf jeden Fall die Tür. Oh, was ist das denn auf dem Boden hier? Oh, ich glaube, wir dürfen diese roten Teile nicht berühren. So, ab und zu hier einmal rumlaufen hier. Boah, schön rot. Passt richtig gut zu mir, Freunde. So, und jetzt sind wir jetzt hier bei... Die Tür ist einfach verschlossen. Ich denke, du sollst die andere Tür nehmen. Kann ich da wirklich nicht durch? Okay, ich soll anscheinend jetzt hier lang gehen. Okay, so, pass auf. Wir müssen jetzt hier aufpassen. Oh, okay. Ich glaube, eine Sache ist davon fake. Also wir müssen gucken, dass wir genau den richtigen Weg finden. Ich glaube, der rechte ist es. Och, der rechte war auch falsch. Kann doch nicht angehen. Der linke ist es aber, oder? Jawohl, okay. Ich würde jetzt auch sagen, in der Mitte ist es. Och, Mann, ey, Leute. Jetzt muss ich ja richtig den Weg finden. Links rumgehen, dann würde ich sagen, ganz rechts rumgehen. Und dann würde ich sagen, weil wir Mitte noch nicht haben, Mitte gehen. Und ey, da haben sie mich aber ranbekommen. Ich glaub's da nicht, Leute. Ohne Spaß, ich glaub's da nicht. Okay, pass auf, jetzt haben wir aber den Weg links einmal lang gehen, dann rechts und dann nochmal rechts. Ja, okay, gut, sonst hätte ich jetzt noch links genommen. Aber hier wieder bei der nächsten Tür. Und die sind jetzt auch alle verschlossen. Okay, jetzt hier durchgehen, auch verschlossen. Hier durchgehen, jetzt sind wir draußen. Jetzt müssen wir über Fernseher rüber, über so einen alten Röhrenfernseher rüberspringen. Ich weiß gar nicht, ob ihr den noch kennt. Leute, guckt euch mal bitte an, wie dick der Fernseher ist. Heutzutage gibt es da so Plasmafernseher, die sind dünner als mein Handy. So, und vorsichtig springen und komm, erster Versuch rüber. Erster Versuch rüber. Ja, Leute, erster Versuch. Und jetzt müssen wir hier über Blumen rüberspringen. Okay, warte mal. Ich denke mal, eine Blume ist wahrscheinlich wieder... Oder? Gehen die alle? Leute, kann über alle? Ja, ich glaube, ja, man kann auf alle Blumen raufspringen. Sehr gut.
Und springen. Und wir gehen jetzt in eine Höhle. Okay, ich gehe auf jeden Fall mit. So, jetzt sind wir hier, oh, in der Höhle. Und hier haben wir auf jeden Fall schon mal andere Leute. Guck mal, wie vorsichtig die jetzt hier rüber geht. Weil es natürlich auch Lava ist, Leute. Wir müssen aufpassen, dass wir die Lava nicht berühren. Ich meine, in was für einem Haus leben wir, bitteschön, dass unsere Mutter so einen Keller hat oder so eine kleine Höhle im Untergrund. So, und ah, sie hat es nicht geschafft, aber, oh, ich auch nicht. Oh Mann, oh. Ah, aber ich spawne, glaube ich, hier, oder? Ja, ich spawne genau hier. Okay, nochmal Glück gehabt. So, wir können jetzt hier, okay, wir müssen hier rüber gehen. Okay, über die ganzen Steine. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht groß springen. Wir können auch hier rüberlaufen. So, hier springen wir aber. Und ich denke mal, diese ganzen Lavapfützen dürfen wir nicht berühren. Weil Lavapfützen, Leute, oh, okay. Müssen wir die vielleicht doch berühren? Ich glaube, ich muss da rüberspringen. Ja, genau, ich muss da so rüberspringen, Leute. Zack, und jetzt haben wir schon den nächsten Checkpoint. Und springen und springen und springen, springen. Und wieder neuen Checkpoint. Juhu! Und weiter geht's hier zu dem. Und nun, Leute, zack, zack. Zack, und ja. Und er hat gesagt, wir sollen jetzt hier durchgehen, alles klar. Oh, wir sollen aufpassen. Da kommt oben vor der Decke Lava runter. Oh, vorsichtig, Leute. Springen, vorsichtig. Oh, wie kommen wir jetzt hier am besten durch? Springen, okay. So, ich denke mal hier durch. Oh, jetzt sind wir hier im Lüftungsschacht. Also, wir müssen jetzt hier einen Weg nach draußen finden. Okay, es ist auf jeden Fall ganz schön verwirrend hier. So ein bisschen so ein Labyrinth am Start. Komm. Sind wir hier schon richtig? Ich glaube, hier links jetzt noch. Dann hier rechts. Nochmal links. Nochmal rechts. Oh, ja. Oh, wir haben es durchgeschafft. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht hier von den Lüftungsschächten berührt werden. Weil sonst war es das für uns, Leute. So, ihr vorsichtig. Dann hier außen lang gehen. Und dann hier auch nochmal außen lang gehen. So, das haben wir jetzt auch geschafft. Sehr gut. Und jetzt sollen wir hier hochklettern. Okay. Oh, okay. Wir sollen jetzt aufpassen, dass wir nicht hier in die Säure runterfallen. Ja, Leute, die Säure wäre auf jeden Fall nicht so gut, ne? So, springen. Oben ist auch noch Wasser. Okay, springen. Okay. Ein Sprung und noch ein Sprung und noch ein Sprung und oh, noch ein Sprung und noch ein Sprung. Ey, Leute, ich muss sagen, ich bin voll gut, was Obbys angeht, oder? Oder ist es normal? So, jetzt gucken wir ganz hier. Hier haben wir jetzt ein paar neue Kopfhörer. Also, raufspringen, dann auf den raufspringen und auf den raufspringen. Oh, und noch ein Sprung. Oh, Leute, ohne Spaß, Mann. Das waren ganz schön lange Sprünge, die wir hier machen mussten. So, jetzt hier runter wieder. Und schon wieder in der Lüftungsschacht. Okay, und hier durch. Und jetzt sind wir wieder... Ah, wir sind bei der bösen Mutter. Im Mund? Was? Wir sind jetzt einfach im Mund von der bösen Mutter, Leute? ich würde mal sagen, hier geht's, glaube ich, wieder raus, oder? Ne, wir können gar nicht mehr raus. Okay, dann müssen wir, glaube ich, jetzt... wir werden hier verschluckt. Okay, ich wurde jetzt gerade verschluckt von meiner bösen Mutter, Leute. So, wir wurden gegessen, sagt er jetzt hier. Alter, was hat die denn alles gegessen? Hier so ein Steak. Oh, wir dürfen die roten Linien nicht berühren, ne? Ein Steak, Brokkoli. Dann hier noch so ein... Was ist denn das? Ist das so ein... Ach, so eine kleine Hühnchenkeule. Noch ein Steak hat sie gegessen. Alter, kein Wunder, dass die so sauer ist, wenn die so viel isst. So, und jetzt... Ja. Und zack, oh, wir haben es auf jeden Fall geschafft hier, durch diese roten Laser durch und über die ganzen Steaks. Und jetzt geht's auch schon runter. Hm, warum ist denn das hier denn so braun? Leute, das gefällt mir auf jeden Fall nicht hier unten. Ich habe das Gefühl, wir gehen gleich hier noch weiter unten in die Magensäure oder so. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Hier sind überall Scheißhaufen. Und es stinkt bis zur Hölle. Guck mal, wie weiß wir einfach gerade sind, Leute. So blass und so schlecht wird mir schon von diesem ganzen Geruch. So, und jetzt hier runterrutschen. Wow! Oh mein Gott! Wow! Wow! Leute, kann das sein? Kann das gerade sein, dass wir gerade im Darm sind? wow! Wow! Aua! Oh, und jetzt? Oh! Oh! Oh, es geht doch weiter hier. Oh, wo kommen wir jetzt hier raus? Oh, was? Oh mein Gott, wir wurden ausgekackt. Jetzt müssen wir einen Weg hier rausfinden. Oh, Leute, das stinkt hier aber übertrieben, ne? Das ist ja richtig, richtig widerlich. So, ich würde mal sagen, Leute, ich glaube, wir müssen... Oh, wir haben es, glaube ich, rausgeschafft, oder? Sind wir jetzt hier... Leute. Ach, wir sind hier bei der Toilette. Wir sind gerade bei einer Seite von der Toilette rausgekommen. Das ist aber widerlich. So, haben wir jetzt hier irgendwie andere Sachen, wo wir noch hin können? Was ist das denn? Ach, einfach nur so ein Wassertropfen. Gut, dann gehen wir mal zu dem Typen wieder hin. Schnell hier raus, Leute. Wir sind nämlich gerade aus der Toilette rausgekommen. Genau, wir haben ein Loch aus der Toilette gefunden. Also, die muss auf jeden Fall mal repariert werden. Der kann auf jeden Fall nicht so angehen. Und jetzt müssen wir anscheinend... Ah, oh, wir sind auf jeden Fall klein genug, um... Ach, das ist hier... Leute... da sitzt die Mutter auf Toilette. Und was ist das für eine riesen Klopapierrolle? Warum sind wir denn so klein? Okay, wir können jetzt unten durch den Türstütz durch. Ach, du heilige Mutter Gottes, ey. Okay, jetzt können wir hier durch das Mauseloch durch. Und was ist denn... Oh, Leute, guckt euch mal bitte schön
dieses Riesenhaus an, wo wir gerade sind, ne? So, jetzt hier schnell durch dieses Mauseloch hier durch. So, laufen, laufen, laufen. Bis zum geht nicht mehr, Beine in die Hand nehmen. Ey, wir wurden einfach ausgekackt. Ich glaub's ja nicht. So, was, wo sind wir jetzt hier, Leute? Wo sind wir hier gerade? Was ist das denn? Ach, das sind Mäuse hier einfach. Die Frage ist, ob wir diese Mäuse berühren dürfen. Ich würde mal sagen, nein. Deswegen springen wir hinten über die Schwänze einfach rüber und springen. Und springen und nochmal springen. Oh, okay, so. So, Leute, wo sind wir jetzt? Ach, hier ist überall Käse. Ich denke mal, wir müssen auf dem Käse laufen. Das hätte ich mir auch schon denken können. Ich dachte, wir müssen außen rumlaufen, aber nein. Wir müssen auf dem Käse rumspringen. So, zack. Und noch ein Sprung, noch ein Sprung, noch ein Sprung. Also bis jetzt mache ich die meisten Sachen ja wirklich first try, ne? Also mit dem ersten Versuch. Das ist ja wirklich schon eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? So, jetzt hier springen und wieder durch den Mäusegang hier durch. Und dann, wo sind wir jetzt? Wir sind hier in einem Mäusewohnzimmer mit einer Couch, wo wir uns hinsetzen können. Und jetzt hier durch die Tür. Und dann, was ist denn hier, Leute? Ach, alles klar. Wir haben jetzt hier sogar gewonnen. Wir haben jetzt das Obby freigeschaltet und jetzt können wir hier sogar noch Escape the Lab Obby spielen. Hier gibt es aber noch irgendwo geheime Sachen, die wir finden müssen, Leute. Ich glaube, hier irgendwo in den Türen könnten wir vielleicht noch irgendwo rein. Ich glaube, hier vielleicht auch durch. Okay, nein. Vielleicht auch auf der anderen Seite oder hinter den Häusern. Warum habe ich da noch nicht hinter den Häusern geguckt? Oh, Leute, wir können einfach auch hinter die Häuser gehen. Ich glaube, hier gibt es vielleicht so noch ein Bonuslevel oder so. Schauen wir doch mal eben, bevor wir es nachher verpassen und ich hier wieder die Kommentare voll gespammt bekomme, dass ich hier jetzt kein Bonuslevel habe. So, mal ganz kurz gucken. Oh, hier unten. Okay. Dann haben wir hier noch ein Haus, das LEDs an den Türen hat. Okay, hier hinter ist, glaube ich, auch nichts mehr, oder? Nee, hinter dem Haus ist auch nichts mehr. Und dann haben wir hier noch, okay, wir können jetzt hier noch durch die Tür durchgehen. Hier sind noch die ganzen, wo wir gerade rauskamen, gefühlt aus der Toilette. Und dann, Leute, haben wir hier hinter, glaube ich, noch, schauen wir mal eben, auch leider nichts mehr. Na gut, dann gucken wir mal ganz kurz. So, wir haben jetzt hier anscheinend gewonnen. Hier ist unsere Mutter eingesperrt. Ha, Mutter, das hast du davon, dass du mich ausgekackt hast. So, können wir hier noch reingehen? Nee, auch nicht, ne? Okay, mal gucken, was der jetzt hier noch davon möchte. Können wir jetzt hier noch einen Kuchen jetzt nehmen? Können wir irgendwie den Kuchen essen? Kannst du mit uns irgendwas machen? Können wir noch irgendwas kaufen? Ich glaube, Leute, wir können, glaube ich, hier noch vielleicht... Können wir hier eine Waffe oder so kaufen? Die kostet 2,90 €. Und hier können wir noch andere Sachen kaufen, dass wir noch andere Sachen machen. Wir können aber beim nächsten Mal, Leute, hier einmal Escape the Lab Obby spielen. Da, wo wir von dem bösen Professor abhauen müssen. Wenn ihr das sehen wollt, dann verprügelt auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button. Und checkt auf jeden Fall eins von diesen beiden Videos hier aus. Einmal draufklicken, dann kommt ihr zu dem Video. Hat mir heute wieder richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es wieder gefallen, Leute. Checkt auf jeden Fall diesen Kanal hier aus. Hier kommen nämlich täglich Roblox-Folgen extra für dich. Deswegen abonniert diesen Kanal.